Recht herzlich willkommen zur 270. Folge von City Skylines. Ja, wir sind dann wieder im Spiel. Hatten letztes Mal diese Kreuzung gemacht, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht wiederfinde. Machen wir mal gerade hier Verkehrsaufkommen an. Vielleicht kommen wir dann da eher mit dahin. War die hier oben? Nö. Gute Frage, wo die jetzt war. Irgendwann finden wir die gleich wieder. Aber wir haben noch genug andere Stellen, wo rot ist. Hier war sie irgendwo, ne? Oder? Da ist sie doch. Hier hatten wir sie umgebaut und wie wir sehen, ist der Stau hier schon wieder da. Was mir noch einfiel, ob da oben vielleicht, na, siehst du, da können wir das doch umändern, ne? Dann machen wir doch hier die Stoppstraße und da die weg, dann sollte doch das schneller fließen. Hier fährt doch kaum einer rüber. So. Jetzt ist der Verkehrsfluss hier auf jeden Fall höher. Und dann geht das auch, oder? Und warum halten die jetzt an? Weil die nächste Straße irgendwo da blockiert. Ja, da. Und hier ist eine Ampel, die jetzt auch nicht wirklich so Sinn macht, oder? Macht doch eher so Sinn, dass die da eine Stoppstraße haben, oder? Gut. Entschuldigung. Nochmal hier. Gut. Okay, ich glaube, dass hier hinten wird schon mal definitiv weniger. Und färbt sich das dann auch nicht mehr rot? Sollte eigentlich jetzt hier farblich grüner werden. Oder? Kann sein, dass es heller wird. Ich glaube, es wird heller, oder? Ja. Es wird definitiv heller. Sie rollen ja auch mehr. Gut. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, kommt. So, hier haben wir jetzt noch ein bisschen was, aber da drehen noch welche, okay. Es kommen wir, also okay, der dreht dann noch da und fährt dann darüber, oder wie sehe ich das? Ach so, okay, wer natürlich hier im Kreuz dreht, in der Auffahrt dreht, der muss da lang fahren, ne? Sonst kommt er auch nicht auf die andere Seite. Ja, passt schon. Das ist wohl okay so. Kriegt man anders gar nicht so geregelt sonst. Aber sonst sieht's ja ganz gut aus. Machen wir nochmal die farbige Geschichte. Ja, jetzt ist es schon hier vorne grüner geworden sogar. Dieser Knotenpunkt ist jetzt besser geworden und ich glaube, diese rote könnte hier auch noch weggehen. Warum sie hier jetzt nicht weiterfahren, weiß ich noch nicht. Wir haben doch gerade die Ampel da ausgeschaltet und eine Stoppstraße von gemacht, oder? Macht ja auch Sinn, ne? Und hier machen wir das so, oder? Aber das sind ja parkende Autos eigentlich, die können da ja durchfahren. Ja, diese ist dann wieder schlechter, die Stoppstraße, ne? Von hier kommt niemand, ne? Eine abgenickende Vorfahrt machen müsste man. Ja. Das bleibt jetzt rot, würde ich sagen. Aber hier ist halt hohes Verkehrsaufkommen schon gegeben. Was haben wir hier? Eine Ampel stehen? Wird wahrscheinlich so sein, ja. Ist die Frage, ob da eine Ampel Sinn macht. Ich würde so eher setzen. Weil von da kommen relativ wenig, ne? Da würde ich so machen. Weil hier fahren ja kaum Fahrzeuge rein und raus. Genauso wie hier auch, überall.
Macht keinen Sinn, da aus einer Kreuzung zu machen mit einer Ampel. Ist das hier sinnig? Vielleicht machen wir das so. Klappt das dann? Muss mal gucken, ob die sich da zurückstauen. Ne, die kommen sogar weg, die paar, und die anderen fließen alle. Linksabbieger haben es natürlich etwas schwerer hier, aber geht auch. Nee, ich glaube, der Verkehrsfluss ist dadurch besser. Hier ist sowieso niemand. Würde ich so machen. So machen. Und hier steht keiner. So. Macht am meisten Sinn, oder? Diese Ampel ist auch unnötig. Hält nur den Hauptverkehr auf. Sieht da ähnlich aus. Einfach Stopp und läuft. Ja, okay, dann haben wir diesen großen Ring da gerade gemacht. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir die Auffahrt wiederfinden. Wir können mal gerade hier das aktivieren. War noch einer? Nein, die sind nur deaktiviert. Dann gehen wir ruhig hier wieder rein irgendwo. Nein, in den nicht, sondern in den vielleicht. Nee, in den. Das ist jetzt hier aber eine andere Kreuzung, ne? Die da total rückstaut. Sieht so aus, als ob wir das gleiche, wie wir vorhin gemacht haben, hier auch machen sollten, ne? Wie ist denn hier die Verkehrsregelung mit der Ampel? Die haben schon Vorfahrt und fahren trotzdem nicht. Wieso wollen da so viele in das Gebiet hier rein? Macht keinen Sinn, da so zu haben, oder? Geht so. Besser. Ja. Machen wir so. Da finden Zufahrtsstraßen. Hier ist aber immer noch ganz viel Verkehr. Wo wollen die denn alle hin? Es wollen auch viele links abbiegen. Das bedeutet, wir sollten dann hier das Gleiche machen mit der Drehrichtung. Dass da eine Auffahrt ist. Die Straße hört da ja einfach auf. Machen wir doch da so eine Abfahrt hin. Machen wir aber so. Damit wir den Radius gleich geschwungen hier kriegen, ne? Geht schlecht. Letztes Stück wieder weggerissen und nochmal gemacht. Und das ist wieder so eine tolle Brücke, ne? Ne, machen wir nochmal anders, nochmal abreißen.
Auch das Stück schon weg. Dann nochmal daher. Und da schon hoch. Warum mag er das nicht machen? Das ist schon wieder komisch. Das ist hier die schräge Hochfahrt, ne? Okay, wo kommen die weg? Da kommen welche weg. Die würden auch da lang fahren können. Müssen wir nochmal abreißen. Und müssen das nochmal neu bauen. Besser bauen. Diese Brücke ist schon schlecht. Machen wir hier eine einspurige Straße wieder mal so hin, wie wir das schon kennen, ne? Dann machen wir die da unten dran demnächst. Müssten hier jetzt mal gucken, ob wir da drunter her mit der Bahn kommen. So, da hoch. Da geht's schon mal. Die können jetzt bis dahin fahren. So, und jetzt müssen wir von hier noch schaffen, da hoch mit einer zweispurigen Einbahnstraße, ne? Die ist schon ausgewählt. Ja, dann müssen wir die Brücke abreißen. Hat anders keinen Sinn, ne? So, die ist schon weg. Die mag da schon nicht hingehen. Warum nicht? Gute Frage, ne? So, das bedeutet... Nochmal dieses auch abreißen. So, nochmal diese Straße. Die nur hier dieses Stück rüber muss eigentlich, ne? Geht's? Geht dahin und geht dahin. So, jetzt ist nur die Frage, ob da geht auch dahin. Und jetzt dieses noch da anschließen, dann ist alles gut. So, passt. So, jetzt muss noch gefragt, ob hier. Das machen wir aber dann damit, ne? Nach unten angeschlossen. So. Jetzt könnte das klappen auf Dauer, wenn wir jetzt noch Straßenregelungen richtig machen. Die Ampel hier weg. Und
Nochmal die Ampel. Nee, da. Sieht soweit gut aus eigentlich, oder? Die haben eine Stoppstraße, ist okay. Jetzt fahren sie auch darüber. So, und jetzt müssen wir gucken noch, wo die hinwollen. Hier wollen immer noch zu viele darüber. Nee, doch nicht. Oder? Ja, der erste fährt schon da lang. Vielleicht entzerrt sich's jetzt. Okay, da gibt's auch noch eine Straße. Das habe ich gar nicht eben gesehen. Ja, mal gucken gerade nochmal, wo die alle hinwollen. Okay, die fahren alle da weiter. Ja, das ist natürlich eine Hauptader hier, ne? Wie ist die Kreuzungsregelung hier jetzt? Ja, das geht eigentlich, ne? Hier ist nur zu viel Kreuzung nacheinander. Das ist das größte Problem wahrscheinlich. Hier hatten wir jetzt gerade auch wieder einen Dreher. Hier unten ist alles frei, aber fährt keiner lang, ne? Nochmal Routen. Nach links fährt keiner, aber nach da oben rüber, da fährt welche, fahren welche. Dann würde es doch Sinn machen, wenn die von da unten gucken, ob das geht. Bauwerkzeug. Kriegen wir hier noch eine Straße weg? Nicht wirklich, schade. Aber ist nicht schlimm, wir kriegen sie ja von hier aus weg. Gucken, ob das klappt. Diese Strecke angenommen wird. Die wird auf jeden Fall angenommen, wenn wir das dazu machen, ne? Wie kommen die denn da rein? Ja, muss man mal gucken, ob da welche sind, die da rüberfahren. Aber bis jetzt ist da noch nichts. Ja, Routen sind schon dran, aber wir haben noch dieses Werkzeug an. So, jetzt aber. Ja, da sind schon die ersten, die da hin wollen. Die stehen aber irgendwo noch im Stau, oder was? Ja. Weil die von hier kommen. Die Müllwagen. Und da sind noch viel zu viele, die da reinfahren. Es kommen aber, es kommen welche auch von hier, die da reinfahren, naja. Ja, da müssen wir mal überlegen, ob wir hier nicht durchkommen. Weil dann können wir denen dann sagen, dass sie anders fahren sollen, würde ich sagen. So, geht das hier so rein? Nee. Ist die andere Geschichte hier schmaler und geht da rein? Ja. Geht da rein und kein Haus ist abgerissen. Das ist das Coolste, oder? Dann muss die MVA weg, oder was? Oder da nicht einsnappt, oder was? Ist ja krass, oder? So, das hat da erstmal geklappt.
So, und dann klauen wir das Stück Straße da raus. Und dann sollte das Thema gegessen sein, oder? So, einmal jetzt bitte hier. Dieses... Ah, nein, das war falsch. So, auf ein neues. Route, Route, Route. Ich fahre immer noch da lang. Obwohl dieses Stück vielleicht kürzer ist. Es wird aber hier ist schon weg. Oder? Nee. Ach so, doch, die fahren ja alle da lang. Ich muss dieses Stück anklicken als Straße. Okay, definitiv kommen hier jetzt mehr rüber. Und hier fahren natürlich auch reichlich lang. Und wo fahren die lang? Ah, weil die da auf die Autobahn wollen und nicht können. Die hier sind, die fahren da nicht drauf. Die fahren dann da durch das Industriegebiet. Das ist nicht gut. Hier fährt aber fast keiner mehr lang, oder? Ja, da müssen wir hier nochmal gucken, dass wir hier... Dieses Stück Straße tauschen wir mal gerade aus. Und gucken, dass wir das so hinmachen. Vielleicht fahren sie dann hier so rum. Wieder angucken. Route. Wo kommen sie? Oh, was hat er jetzt gemacht? Okay, ist nicht schlimm. Passt wieder. Das aus, das an, jetzt Route. Da fährt noch keiner lang. Da fährt einer bis dahin. Ja, weiß ich auch noch nicht. Zeigen wir erstmal, wie der Verkehr hier überhaupt jetzt so ist. Also dieser Stau ist schon mal auf jeden Fall von dieser Bahn wieder runter. Hier ist es jetzt schon flüssig. Bis nach hier. Sie fahren hier rüber und in das Dingensgebiet. Das ist gut. Diese Abkürzung nimmt noch keiner. Wahrscheinlich drehen sie da immer noch. Ja. Die fahren aber auch nach da weiter. Kann man das entschärfen, indem man hier da noch was baut? Ist schon an. Geht das, ist die Frage. Nein, ich möchte ja höher. Nee, das funktioniert nicht. Das heißt, den können wir erstmal wegreißen hier. Mach das auch nochmal weg. Und kriegen wir das da? Nee, da geht das schon mal nicht. Geht das da? Und dann nach da. Ne, funktioniert nicht. Kannst du wieder wegreißen? Das geht also nicht. Dieses Stück wird gar nicht angenommen, oder wie sehe ich das? Weil sie immer noch da lang fahren. Das bedeutet,
Erst wenn wir dieses Stück wegreißen, zweispurig machen, wird das was. Zack, weg. Jetzt fahren sie da alle lang, ist klar. Jetzt machen wir das hier. Von da aus. Ja, müssen wir so machen. Und reißen das Stück da nur ab und verlängern das von hier nach da dran dann, ne? Wer steht denn da jetzt im Weg, dass es nicht geht? Was ist denn da gebaut? Eine U-Bahn-Station. Krass. Okay, dann bedeutet das, dass das jetzt hier weg muss. Und auf ein neues. Und neben die U-Bahn-Station nehmen wir, ne? Nochmal wegnehmen. Mal noch zu weit nach da. Gehen wir da schon hoch? Nee, passt auch noch nicht. Nochmal wegnehmen. Nochmal auswählen, nochmal anklicken und da schon hochkommen. Jetzt passt's. Ja. So. Jetzt gucken wir uns nochmal die Routen an. Jetzt fahren die immer noch nicht da lang. Aber da geht das demnächst. Da sind noch Restbestände, würde ich sagen, die da jetzt noch rumfahren. Und demnächst fahren sie hier lang. So. Kreuzungen gucken. Hier ist eine Ampel, die uns da wahrscheinlich einiges an Problemen kostet. Ja. Können wir so lassen, oder? Das ist eine Stoppstraße. Braucht gar keine Stoppstraße mehr sein. Und hier haben wir jetzt über die Brücke die Stoppstraße. Hier sieht es gut aus. Hier wird es kürzer, kann da sein. Farbe anmachen. Die können nur nach rechts fahren. Passt eigentlich, oder? Es wird auf jeden Fall weniger, definitiv. Ne? Das ist, sie stehen ja schon mal gar nicht mehr hier auf der Bahn, das hatten sie ja. Also, ich glaube, der Bau ist auch okay soweit. Das wird dann ja sich auch noch entspannen, denke ich. Hier gibt es noch ein Problem, dass die da nicht reinfahren können, oder wie sehe ich das? Ne, das ist ja da. Wer macht da jetzt so ein doofes Ding? Gibt es da eine Verkehrsregelung, die das blockiert? Hm. Das sind doch nur wenige, die da kommen, oder? Jetzt fahren sie schneller. Jetzt ist es auch aufgelöst. Jetzt passt's. Diese Nase hier, die ist so ein bisschen doof, ne? Vielleicht können wir das mal gerade hier wegreißen und das nochmal neu richtig hinbauen. Ich glaube, das war so eine hier, ne? Und so wie es aussieht, geht's nicht anders.
Warte mal. Diese Müllverbrennungsanlage ist das Problem. Zieh mal nochmal so. Jetzt passt's, jetzt geht's auch besser. So, und Kreuzungsbereich ist noch passend mit der Einbahnstraße, alles gut. So, wie sieht's aus? Hier ist es entspannt. Hier oben auf der Brücke ist es jetzt nicht entspannt, weil die jetzt da rumdrehen und nach da wegfahren. Wow. Also, wieder gucken. Wieder Kreuzung. Stoppstraße ist nur da und da. Das passt ja auch. Warum die jetzt unbedingt da lang fahren wollen, weiß keiner. Aber das sind die, die von da kommen, oder? Die wollen natürlich dann noch hier hin. Auch super, oder? So, jetzt nochmal. Und diesen Verkehr. Ja, super. Könnten die anders dahin? Nicht wirklich, ne? Also die könnten bestimmt anders dahin, indem wir was umbauen. Kommen wir hier weg. Ja, kommen wir. Wäre genial, so das zu bauen, aber hier ist die Frage, warum er da jetzt gar nicht erst rüber will. Und da wird's noch nicht gehen, da wird's gehen und dann da runter. Ja, nein, vielleicht. Mach das letzte Stück nochmal weg. Und ein tiefer schon. Und wann geht er daran? Boah, der muss so einen Bogen haben, damit er da einklickt. So, gucken, ob er da wer fährt. Geht wieder nicht. Und gibt's Autos, die da langfahren? Ja. Wie sieht's auf dem Teilstück aus? Es gibt nur Dreher. Die drehen nicht da lang, ne, oder? Aber die Dreher werden jetzt gerade weniger, oder? Täuscht das. Ja. Die drehen jetzt hier hoch, drehen da rum, um dann wieder zurückzufahren? Nein, ne? Wer fährt denn hier? Keiner mehr? Doch, da fahren noch welche. Mehr fährt keiner zurück. Die kommen, die sind das und die drehen da lang, anstatt da oben lang zu fahren. Aber hier sind doch schon einige am Fahren, ne? Reichlich sogar. Okay, wird werden, denke ich mal, ne? Mit der Zeit. So, rote Karte.
Ist hier. Ja, die Müllwagen stauen sich jetzt zurück, ist klar, okay. Aber das ist jetzt noch nicht mal so schlimm, weil die links bleiben. Oder sind da auch andere Fahrzeuge, die da durchfahren? Ne, sind auch andere Fahrzeuge, da ist ja kein Müllwagen hier. Die fahren jetzt hier lang und da lang, anstatt hier zu drehen, oder was? Gute Frage. Aber wir müssen jetzt hier erst Schluss machen. Die Folge ist schon wieder super lang geworden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr ein Video mit und Kommentare wie immer herzlich willkommen und dann schauen wir mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.